So, und da sind wir wieder zu Let's Play The Forest. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier auf dem Kanal, auf dem Channel. Ja, es ist immer noch Nacht. Ich habe noch nicht gespeichert, das werde ich aber jetzt gleich mal tun. Mal schauen, ob wir in dieser Folge schaffen, dieses Haus fertig zu bekommen. Fände ich persönlich sehr schön. Aber, ne. Erstmal gute Nacht. Wunderbar. Also, der Plan sieht wie folgt aus. Ich mache den Lockholder voll. Blip. Und dann schauen wir mal, wie viele Loks wir haben. Ob das Haus, ob es fürs Haus reicht. Wahrscheinlich nicht. Ich will ein Stück weiter nach da gehen, damit nicht immer alle ins Dings fallen. Ins Wasser fallen. Das ist ja doch auch schon irgendwo scheiße. Jetzt kann er aber das Fahrzeug mal wegmachen. Jetzt ist das Handy kann er auch mal wegmachen. Die Playlist ist noch nicht alle. Aber ich glaube es bald nicht. Ich glaube es bald nicht. Hacke, Hacke, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen, was? Ja, ich bin schon wieder... Ja, super. Super. Ey, die kommen auch genau alle runter. Wa, bumm. Zeitlupe. Gut, dass er immer die Waffe wegsteckt, das kotzt mir ein bisschen an, aber okay. Müssen wir hinnehmen. Jetzt hacken wir mal den um. Und machen erstmal uns eine schöne Schneise rein, damit wir die Eingeborenen auch sehen. Mal schauen, ob wir in dieser Folge schaffen. Ja und so, ne? Ob wir in dieser Folge schaffen. Keine Ahnung. ins Eingeborene Dorf zu gehen beispielsweise. Alter, die Axt ist richtig scheiße, die kleine. Nein. Gut, der liegt hier. Merken, da liegt ein Baumstamm. So. So, dann troppen wir die mal nochmal. Okay. Wow. Rannt gleich mal Knickel durchs Bild. So, gedroppt. So, das sind erstmal eine ganze Menge Baumstämme, muss ich sagen. Ich glaube, das wird immer noch nicht reichen fürs Haus. Das ist wirklich so ein Mammutprojekt, denke ich mal. Ich habe überlegt, ob ich ein eigenes Baum mit diesen komischen Wänden, mit diesen, ja, heißen die, ja, nennen sie mal Holzwände. Okay, hoffentlich backen die sie in den Berg rein. Er packt sie natürlich in den Berg rein. Naja, okay. Setzen wir erstmal diese guten Lockholder voll. Jetzt haben wir wie eine kleine Scheiße, aber das sind, glaube ich, wären auch Bäume. Ich glaube, die wachsen mit der Zeit oder so. Also es kommt mir zumindest vor, weil die standen noch nicht immer da. Könnte natürlich auch sein, da ist, ja, das jetzt voll. Wer hätte es gedacht, der ist verpackt. Ach ne, er ist nicht verpackt. Ich habe schon gedacht, Mensch. Ich bin beeindruckt von The Forest, muss ich schon sagen. Hut ab. Für eine 0.0.5 ist sie schon relativ weit. Aber die KI ist halt noch etwas dumm. Damit meine ich die Ureinwohner oder die Kannibalen, wie du es nennen möchtest. Ja, die sind nicht so die hellsten, ne? Aber sind wir ja auch nicht, von dem her. Gleicht es wieder aus. Hat die Playlist aufgehört zu spielen etwa? Nee. Ich höre sie noch ganz leicht. Große Klasse. Hallo? So, wenn wir das haben. Sieht schon mal gut aus, wenn die Lockholder alle voll sind. Da können wir uns ja nämlich schön bedienen, möchte ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll war, die zu bauen. Keine Ahnung, aber... Alter, wie viel Holz hier einfach noch rumliegt. Aber 60 Baumstämme ist auch eine ganze Menge. Haben auch bald schon wieder Hunger. Meine Güte, wie viel brauchen wir essen? Mir ein Rätsel, Freunde. Hoppala. So.
Haben wir den auch voll gleich. Ja, ich weiß, das ist jetzt ganz schön nervig. Aber da müsst ihr durch. Wer schön sein will, muss leiden oder so, heißt der Spruch, ja. Wir wollen ja schön sein, alle Mann. Boah, die füllt sich ja noch von alleine auf, da lasse ich das mal. Low Energy und hast du nicht gesehen. So. Dum, dum, dum. Also ich komme mir so vor, wie ein Marathonläufer so ein bisschen. Wir müssen Ausdauer danach ohne Ende haben. C. Okay, jetzt bist du auch voll, ne? Ja, voll. Voll mit Alkohol, haha. Vorsicht, nicht anbrennen. Vorsicht. War natürlich richtig schlau, den hier hinter zu bauen. War echt dumm, ey. So. Wir haben auch hier hinten so wenig Bäume, deswegen ist es so ein Gelatsch. Das kotzt mir ein bisschen an. Aber natürlich, die Aussicht ist natürlich hammer nice. Kann man nicht anders sagen. Sie ist hammer nice. Baby. Ich weiß nicht, ob die Musik so zu The Forest passt. In der Nacht auf keinen Fall, denke ich mal. Ich sehe auch keine Ureinwohner. Ich wollte gerade die Baumstämme wieder droppen, aber ich habe es mir gerade anders überlegt. Ich will ihnen das Leben schenken. Aber wie groß unser Schatten einfach mal nur ist, finde ich sehr gut animiert. Aber ein Alpha, wisst ihr ja, wie es ist. Wow, das war aber eng. Also ich glaube, ich brenne mich diese Folge noch an da. An diesen komischen Feuern. An diesen Standing Fire, glaube ich, heißt es auf Englisch. Stehende Feuer. Gute Übersetzung. Ha. So, da haben wir 14. Hm, okay, da haben wir ja nicht ganz so viele Baumstämme. Also es wird auf keinen Fall reichen. Was natürlich gut ist. Ja, und da. Die Gewitteranimation ist ja auch. Hallo? Auch herzallerliebst. Gefällt mir. Also essenstechnisch sieht es bei uns, glaube ich, ganz gut aus. Naja. Ganz gut würde ich jetzt mal nicht sagen. Wir müssen aber wieder auf Jagd gehen, eine Runde. So, aber ich möchte doch eigentlich schon gerne in dieser Aufnahme das Häusle fertig bekommen. Weil es wäre eigentlich eine ganz gute Sache. C. C, hallo? Ach so. Noch zwei müssen reinpassen. Wo rein? In der Kohle natürlich. Ach, den können wir dann leider nicht fällen, okay. Aber ich glaube, bevor ich jetzt wieder dahinter latsche, fäll ich lieber diesen Baum. Und versuche, dass er vielleicht ins Wasser gerade fällt. Aber ich glaube nicht dran, dass ich das schaffe, weil ich ja sehr inkompetent bin. Wie ihr mich ja schon kennt. Zumindest die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich inkompetent bin, vor allem in der Forest. Keine Ahnung, woran das liegt. Ha, Tatsache, ich hab's geschafft. Zack, zack. Ja, es sind trotzdem nur zwei geworden, weil der Rest oben liegt. Super. So, jetzt müsste eine doch bald voll sein. Also solche Lockholder ist eigentlich eine ganz gute Sache. Kann man sich ein bisschen Vorrat ansammeln. So, jetzt ist der voll. So. Jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen was. Locktechnisch. Provozier mich nicht. So, jetzt brauche ich nur noch einen. Wenn den Fallschaden haben sie Gott sei Dank reduziert, sonst wären wir da nämlich tot gewesen und wären in dieser Mongo-Höhle aufgewacht, was natürlich, naja, möchte man sagen, scheiße ist. Ich weiß gar nicht, ob man da die Dings bekommt noch, diese Flare-Gun, die natürlich gut gewesen wäre für uns. Hallo?
Oh, aber langsam nimmst du Form an. Langsam erkennen wir zumindest, dass es ein Haus werden soll. Aber was wir immer für einen riesen Schatten werfen, ist mir ein kleines Rätsel. Okay, jetzt haben wir das Ding da gezimmert, okay. Warum die Loks immer verschwinden, wenn ich mich entferne? Geisterloks, eindeutig. Eindeutig Geisterloks. Boah, ey, wie viel Loks man denn für so ein Haus braucht, ist echt schon richtig unnormal. Aber wenn es dann fertig ist, sieht es bestimmt ganz cool aus. Hoffe ich zumindest. Mal gucken, für wie viele Folgen die Forest herhält, das schätze ich dann selber ein. Beziehungsweise ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ich zocken soll. Hallo? Ach, der Boden muss auch noch rein, leck mich doch. Also, ne und so, weiß Bescheid. Nase juckt. Ah. So. Ich glaube, so ein Haus ist ein ganz schönes Mammutprojekt und das Zeit, wo ich mal einen Snickers esse. Wenn man die Pulle einverleibe, also diese Energy-Dose. So. Ach, da sind wir jetzt. Okay, wir sind jetzt da hinten. Das ist ja super duper. So, jetzt haben wir noch einen Lockholder, der voll ist. Alter, brauchen wir aber immer noch, leck mich doch. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, jetzt so ein Haus dahin zu zimmern. Aber es sieht natürlich auch richtig nice aus. Das muss man schon sagen. So, da haben wir da die Wand auch fertig bald. Das Dach kommt dann noch. So viele Loks sind es dann gar nicht mehr, die wir benötigen. Denkst du? Aber es dauert schon. Ich glaube, wir brauchen auch die nächste Folge dafür. Ich werde sie vielleicht ein bisschen Überlänge ziehen. Aber trotzdem. Hallo? Brauchen bestimmt noch die nächste Folge dafür. Könnte ich wetten. Bei 40 Loks. Boah. Ist ganz schön belastend. So, jetzt sind 38, 36 müssen wir noch fällen. Wie viel gibt ein... Wow, wie viel gibt ein Baum so ungefähr? Wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5 wahrscheinlich. Boah. Boah, wir müssen bestimmt noch so... 7 Bäume fällen bestimmt. Bis wir das Haus fertig haben. Ne, 37 haben wir also. Ja. Wenn man 1 auf 5 gibt, davon verlieren wir die Hälfte. Ja, hallo? So. Ich glaube, ich mache aber nochmal eine Steinaxt. Ich glaube, wenn nicht, der geht es doch schon schneller. Gut, dass ich die ausgerüstet habe. So. Dann zeigt sie wieder meine Kompetenz zu diesem Spiel. Ohne Worte. Bin ja mal gespannt, ob man die Playlist relativ gut hört oder ich muss dann der nächsten Aufnahme halt lauter drehen. Oh. Also ich glaube zumindest, dass mit der Axtstärke jetzt kann natürlich auch Einbildung sein, aber natürlich mit einem Stein auf den Stock gesteckt, damit zuzuhauen, kann nur schneller gehen als eine richtig geschärfte Axt. Nicht noch da. Wow. 2 Baumstämme. Die packe ich erstmal einfach. Ich mache den da hinten nicht mehr voll. Ich mache den hier vorne noch voll C. Hallo. Weil. Und so, ne? Okay. Diese Axt lohnt sich also nicht zu machen, weil die da verschwindet. Super. Aber ich habe auch da noch keine patrouillieren sehen, obwohl die da immer gerne mal lang gehen da drüben. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach dann mal irgendwann mal auf den Weg machen, ein bisschen erkunden. Ich weiß nicht, ob wir das nächste Folge schon machen können. Ich würde nämlich erst gerne mal das Haus hier fertig bauen.
Vielleicht noch eine Falle hier ein bisschen auf diese Schneise stellen. Da habe ich schon... Bumm. Also, ich finde ja gut, dass die Physik Engine nicht übertrieben ist. Sagt irgendwie immer, wenn ich an dieser Stelle stehe. Da ist noch ein Lock, sehe ich gerade. So, nein. So. Ja. Da haben wir noch 2. Dann haben wir 7, dann brauchen wir nur noch 30 Loks. Wow. Wie weniger. Und jetzt müssen wir gleich erstmal was essen gehen, schnell. Wie viel Lurch haben wir denn? Eine Haut zumindest, eine Rüstung noch. Okay. Müssen wir da ja fangen gehen, jagen gehen, etc. Wie du es nennen möchtest. Aber die Musik finde ich gerade passt richtig gut. Und die Sonne ging unter. Wir waren in the forest. Feldenbäume bis zum Umfallen. Und unser Bizeps ist tagtäglich gewachsen. Die Ureinwohner ließen sich nicht blicken. Daher konnten wir ganz in Ruhe bauen. Ja, liebe Freunde, das ist the forest. Und ich bin zu dumm, hier den Baum zu treffen. Ich glaube, ich habe den Trick erkannt, wie man ihn in die richtige Richtung lenken kann. Okay, die Axt dauert, glaube ich, doch deutlich länger. Und zwar einmal davor springen. Dann müsste er, ja, kippt er auch immer in die Richtung, wie man das möchte. Okay, fangen wir. So, fällen wir noch den. Und schmeißen ihn dann natürlich auch in diese Richtung da. Ah, ich glaube, die Folge wird nichts mit auf Dingens. Und hast du nicht gesehen, ne? Weißt Bescheid. Also wird das Haus bestimmt noch nicht fertig. Brauchen wir bestimmt 3 Folgen, schätze ich mal. Ja, nein. Boah, hast du gesehen, wie da rumgemoved ist, Junge? Ach, das ist ein Lurch. Ich dachte, das ist ein Eingeborener. Boah. Nein. Okay, wir haben keine. Mollys haben wir noch 3 Stück. Okay. Ja, ich denke, wir brauchen die nicht. Hier hinten zumindest nicht. Gehen wir uns was hinter die Kiemen hauen. So. CE. Dazu wird das ja brät. Schaffe ich das? Ja, wahrscheinlich. Hol ich noch schnell 2 Baumstämme und pack die dann locker, oder? Ich hoffe, dass mir das Kaninchen nicht verbrennt, deswegen beile ich mich jetzt. Muss mich konzentrieren. Dum, 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 dum. Jetzt war so eine Musik ganz schlecht. Ganz gut, meine ich. Unser guter Mann hat gleich einen Asthmaanfall. Wow, jump and run oder was sagst du? Ist nicht verbrennen hier? Zack. Zack. Und schaffe ich es noch? Ja. Ha. Super. So. Bevor es jetzt nachwirkt, würde ich gerne noch diesen Lockholder voll bekommen. Finde ich schön. Dann schlafen, bauen am nächsten Morgen die rein, die im Lockholder sind. Dann mal schauen, wo die Reise denn hingeht. Okay, hier liegen noch ein paar Loks, was relativ gut ist. Ich glaube, hier lohnt sich gar nicht, bald eine Falle zu bauen. Also sie kommen natürlich mal lang geschissen, aber ich habe ja noch nicht eine Patrouille gesehen. Es könnte natürlich auch sein, dass die Eingeborenen verpackt sind. Ja, was natürlich ein bisschen suboptimal wäre, weil da ein bisschen die Spannung fehlen würde.
So, einer müsste noch reinpassen. Aber, pff, ja, egal. So, aber die Loks haben wir bald alle zusammen. Das freut mich, haben wir bald das Haus fertig. Wir sind jetzt bei 20 Minuten ungefähr. Sagt mir der Timer. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber über 30 Minuten will ich da doch nicht gehen, wegen der Dateigröße dann auch. Aber wie geil das ja aussieht, ne? Auf dem Meer und dann die Sonne da hinten, wie sie untergeht. Richtig schön, gefällt mir. Ah, schön. Einfach nur schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh. Wir haben da nicht etwa Besuch? Hallo? Glaube nicht. Versuchen wir es nochmal. Hatten wir nicht. Gut. Jetzt hole ich mir noch zwei Loks. Baue die da rein, dann gehen wir an die Lokholder ran. Boah, wie kahl es ja aussieht. Ich finde es ja mit Bäumen persönlich schöner, muss ich sagen. Wie kommt denn da hinten ein Baumstamm hin? Ich habe nur Angst, wenn ich jetzt hier... Achso, ich dachte, es wäre ein Effigy, okay. Ich hole mir den Baumstamm. Guck mal nach Ureinwohnern, Eingeborenen. Außerirdischen, haha. Boah, wie geil. Wie geil. Hier vorne hätten wir uns auch was Schönes bauen können eigentlich. Na, aber... Pff. Aufgeschissen. Weißt du? So. Ich glaube, wir bauen das Haus in der nächsten Folge fertig. Das ist gerade wie ein Ureinwohner angehört. Wer weiß, wer weiß. So, das Haus nimmt aber langsam vor, Mann. Wir müssten ja bald mal dann fertig sein, wenn wir die Loks da rausgenommen. Wir müssten, fehlen nicht mehr ganz so viele. Das Dach wird auch langsam gemacht. Und hast du nicht gesehen. Wunderbar. Ich höre zumindest irgendwas immer. Ja, hallo? So. Zack, zack. So, jetzt haben wir das auch bald fertig. Wunderbar. 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 So. Jetzt werden wir noch hier. 24 fehlen nur noch. Mensch. Die Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Oh, noch einer. Dum, dum, dum. So. Jetzt nochmal schnell schlafen gehen. Dann haben wir dann Asthma-Anfall. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, 25 Minuten Aufnahmezeit gleich. Mensch. Gute Nacht. Speichern wir mal. So, und wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Part Let's Play The Forest. Tschüss.